Moskau trauert um den Oppositionellen Boris Nemtsov. Unter dem Geleit von Weggefährten und Trauergästen ist der ermordete Kreml-Kritiker heute auf einem Moskauer Friedhof beigesetzt worden. Angehörige legten Kränze mit schleifenden Farben der russischen Flagge an sein Grab. Bei einer ergreifenden Zeremonie im Moskauer Sacharow-Zentrum erwiesen zuvor tausende Menschen dem 55 Jahre alten Oppositionspolitiker die letzte Ehre. Auch deutsche Politiker nahmen Abschied von Nemtsov, der am Freitagabend hinterrücks von einem Unbekannten erschossen worden war. Bernhard Lichte berichtet. Abschied von einem Hoffnungsträger. Das Sacharow-Zentrum für Menschenrechte in Moskau war förmlich umlagert von Trauernden, die Boris Nemtsov das letzte Geleit geben wollten. Anteilnahme, aber auch Resignation. Für uns war er der Oppositionsführer. Teilweise begraben wir heute auch Russland. Es ist so schade, dass es ihn nicht mehr gibt. Ich hoffe, dass irgendjemand sein Werk fortsetzt. Familie und Freunde in stillem Gedenken, für Nemtsovs Mutter ein besonders schmerzvoller Tag. Sie wird heute 86 Jahre alt. In- und ausländische Gäste waren erschienen aus Solidarität mit Bürgerrechtlern. Selbst die russische Regierung hatte einen Vertreter entsandt. Bei der Überführung des Leichnams zum Friedhof brandete Applaus auf. Bei frostigen Temperaturen wurde der Tote eingesegnet und anschließend nach christlichem Ritual bestattet. Über den oder die Mörder gibt es noch immer keine neuen Erkenntnisse. Im Angesicht des Todes Nemtsovs könnte sich Russlands Opposition neu formieren. In Moskau begrüße ich meinen Kollegen Bernhard Lichte. Bernhard, Sie waren bei der Trauerfeier dabei. Was kann man über die Stimmung sagen? Die Bilder waren ja schon sehr eindrucksvoll. Herrscht unter den Trauernden Wut, Enttäuschung oder ist es reine Frustration? Also es ist erst einmal tiefe Trauer. Wir haben viele Leute gesehen mit Tränen in den Augen, die auch ihre Blumen niedergelegt haben, die auch den Leichnam hinterher zum Friedhof begleitet haben aus diesem Sacharow-Zentrum für Menschenrechte. In den Umfragen haben wir mitbekommen, dass es eine Stimmung ist zwischen Resignation auf der einen Seite. Man sieht tatsächlich keine guten Aussichten für die Zukunft, nachdem jetzt dieser Hoffnungsträger so brutal ermordet worden ist. Auf der anderen Seite aber auch dieses Gefühl von jetzt erst recht, wir lassen uns nicht unterkriegen. Und ich glaube, dieser Ruck ist auch bei der sehr fraktionierten Opposition in Russland angekommen. Man ist dabei einzusehen, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, dass man nicht einfach immer nur mit dem Kopf gegen die Wand rennen kann, dass man nur erfolgreich sein kann, wenn man sich zusammenschließt. Und da gibt es viele Streitigkeiten. Das wird alles nicht schnell gehen, aber es wird passieren. Wie ist das Regime am heutigen Tag mit dieser Trauerfeier umgegangen? War man respektvoll zurückhaltend? Hat man unter Umständen vielleicht auch teilgenommen? Man war respektvoll und zurückhaltend. Die Polizei war sehr hilfreich. Wir haben auch einen Sonderparkplatz sogar zugewiesen bekommen, nach zugegeben einer kleinen Debatte. Aber es war nicht das, was man sonst bei großen Demonstrationen hier hat spüren können, dass man ja die Leute knebeln möchte oder sonst was. Die Regierung war vertreten durch den stellvertretenden Regierungschef zum einen. Es sind darüber hinaus noch da gewesen mehrere Minister und auch erstaunlicherweise der außenpolitische Berater Putins. Daraus kann man jetzt nicht unbedingt schlussfolgern, dass sich da eine Art Distanzierung abbildet, aber man kann daraus durchaus schlussfolgern, dass es innerhalb der herrschenden hier in Moskau keine geschlossene Front mehr gibt, sondern dass es auch immer noch ein paar Liberale gibt, die sich tatsächlich durchsetzen und die ihren eigenen Weg gehen. Es war mit Spannung erwartet worden, welche internationalen Politiker teilnehmen würden. Einige durften aber nicht einreisen. Wer war letztendlich da und was setzt das für ein Zeichen in Richtung Kreml? Also es war beispielsweise da der frühere britische Premierminister John Major, der sich auch sehr positiv über Nemtsov geäußert hat. Er hat gesagt, er sei ein Kämpfer gewesen gegen die Korruption, gegen all die Missstände, die es hier in Russland gibt. Und wer nun glaube, dass man diese kritische Stimme durch einen Mord zum Schweigen bringen könne, der
würde ganz schnell eines Besseren belehrt. Und das ist durchaus auch der Eindruck, den wir da gewonnen haben. Es war von deutscher Seite der Russlandbeauftragte Erler da und Delegationen von anderen Staaten aus Litauen, aus den baltischen Staaten überhaupt nicht einreisen durfte. Der Chef des Senates in Polen und einige Mitarbeiter von internationalen Organisationen. Das ist wohl eher eine, dieser Senatspräsident ist ein anerkannter Bürgerrechtler, der auch schon auf der Danziger Leninwerft damals das Ende des dortigen kommunistischen Regimes mit eingeleitet hat. Das mag ein Grund sein, ein anderer. Polen ist ja innerhalb der EU ein starker Verfechter von Sanktionsverschärfungen. Und hier jetzt zu sagen, also ihr kommt mir nicht ins Land, das war wohl so eine Art Retourkutsche, eine sehr unkluge. Ich weiß auch nicht, ob die von ganz oben angeordnet worden ist oder ob das nur vorauseilender Gehorsam gewesen ist. Da gewesen ist auch die Witwe von Jelzin. Nemzow galt ja lange Zeit unter Jelzin als dessen Kronprinz. Nachdem ist es denn doch Herr Putin geworden. Wer weiß, wie die Welt aussehen würde, wenn Jelzin sich damals anders entschieden hätte. Herzlichen Dank, Bernhard Lichte nach Moskau. Und ich begrüße ganz herzlich eine geschätzte Kollegin des Westdeutschen Rundfunks bei mir, Sonja Mikic, Chefredakteurin und ausgewiesene Russland-Expertin und Kennerin des Landes. Frau Mikic, bevor wir auf die Person Boris Nemzow blicken, macht es das für die Opposition jetzt gerade ein Stück weit leichter oder im Gegenteil noch schwerer? Hier sind wir auf sehr dünnem Eis. Die Opposition, wie der Kollege auch gerade richtig sagte, ist sehr zersplittert. Einige auch mit ihren einzelnen Egoismen da befasst. Sie haben sich nie so kraftvoll zusammengeschlossen. Sie spielen eigentlich eine marginale Rolle. Das muss man so festhalten. Nemzow war sicherlich eine der bekannten und wichtigen Gestalten. Der ist jetzt weg. Ob jetzt die demokratische Opposition das als Zäsur empfindet und sagt, jetzt wollen wir noch mal zusammenrücken, da bin ich nicht ganz so optimistisch. Es sind die gleichen handelnden Personen wie vorher auch. Und es gibt auch einen Generationsunterschied. Es gibt die Generation Nemzow, das waren damals die jungen Reformer, Anfang der 90er Jahre, die kennen sich auch schon lange. Und dann gibt es aber durchaus auch eine Opposition, zum Beispiel um den Blogger, Juristen, Internet bekannt, auch international bekannt, Alexei Nawalny, der heute nicht teilnehmen durfte. Der nicht teilnehmen durfte. Und das ist ganz etwas anderes. Die sind nicht westlich orientiert. Sie sind Patrioten, sie empfinden sich als Patrioten. Wir sagen manchmal voreilig rechts. Sie sind trotzdem, sie kritisieren Putin, sie sind Kreml-kritisch, sie wollen auch mit der Korruption aufräumen und so weiter. Also ich glaube auch, dass es eine Zäsur ist, weil die Welt jetzt eigentlich wieder schaut, was ist mit dieser russischen Opposition los. Wir haben die ziemlich lange vergessen. Wir haben gesagt, so ist es nun mal, so ist Putin mit seiner autoritären, autokratischen Art zu regieren und haben uns damit abgefunden, dass es im Grunde keine Opposition gibt. Vielleicht ist das tatsächlich ein Schub Sauerstoff. Blicken wir noch ein Stück auf Boris Nemzow. Sie haben ihn selbst mal getroffen. Mhm. Das war, wenn ich es jetzt vorsichtig formuliere, noch in einer Frühphase, auch für ihn. Ja. Was war er für ein Mensch? Was für Ziele hatte er? Wo wollte er mit dem Land hin? Zunächst einmal war das ein junger, unabhängiger Geist. So. Kein Kommunist. Wir reden jetzt von der Ende-Gorbatschow-Zeit. Da gab es ja noch überall oberstes Sowjet und so weiter. Es gab diese kommunistische Staatsstruktur. Und da war er schon kurz nach Tschernobyl aufgefallen als ein umweltbewusster Mensch. Hat also eine Umweltinitiative in Nischni Nowgorod, in der Stadt, in der er dann auch später Gouverneur wurde, gegründet. Dann als Jelzin, wir kennen noch alle das Bild, auf dem Panzer stand, die Generäle putschten, das war 91, war auch er einer der Ersten, der sich vorwagte, sehr direkt, auch furchtlos, muss man sagen. Man wusste ja nicht, welche Seite gewinnt. Und hat gesagt, ich unterstütze Jelzin. Jelzin hat es ihm gedankt, indem er ihn dann relativ schnell später als ziemlich jungen Mann nicht nur zum Gouverneur von Nischni Nowgorod machte, sondern sagte, hier soll jetzt Marktwirtschaft entstehen. Das wird jetzt unser Modell für unser Modellprojekt für Russland. Und er legte los. Und er war very charming, also sehr charmant. Der wickelte auch diese kommunistischen Apparatschiks, die durchaus noch das Sagen hatten, ziemlich um den Finger und hat gesagt, Marktwirtschaft ist gut.
Wir müssen diese maroden Staatsbetriebe auf Vordermann bringen. Wir müssen die Sovjosen, die Kolchosen liberalisieren. Wir müssen Waren hier in diese Stadt kriegen. Alles ist marode. Das hat er durch Überzeugungskraft hinbekommen. Das hatte aber einen Preis. Wenn ich ein Beispiel sagen darf, ich weiß noch, ich war in einer Fabrik und da bekamen die Arbeiter plötzlich gesagt, ihr seid jetzt eine Aktiengesellschaft, das ist jetzt kein Staatsbetrieb mehr, kriegten so einen Zettel, darauf stand Voucher, ihr habt einen Anteil. Huch, sagten sie, wir wissen aber nicht, wie Kapitalismus geht. Und die klügsten davon, meistens die Arbeitsdirektoren, haben dann die Anteile ihrer Kollegen aufgekauft. Und das war, Oligarchen. Und so wird man dann zum Oligarchen. Und sehr viele Leute sind bei dieser radikalen Privatisierung um jeden Preis, die Preise wurden ja auch liberalisiert, sind die ins Elend gestürzt. Der Rubel war plötzlich nicht mehr viel wert. Jahrzehntelange Ersparnisse, da konnte man sich eine Kiste Wodka für kaufen. Das war die Kehrseite. Das erklärt vielleicht ein Stück weit auch die jetzige Frustration mit dem System und die Suche nach jemandem wie Putin, der wenigstens führt. Wir reden gleich noch über die Zukunft der Opposition, blicken jetzt aber noch ganz kurz auf die Trauerfeier unter den Trauernden. Bernhard Lichter hat es angesprochen, waren auch die Witwe des früheren Staatschefs unter Nemzow. Als Vize-Regierungschef diente er bei Jelzin und der zur Opposition übergelaufene Ex-Ministerpräsident Mikhail Kasjanow. Der Verbrecher kam von hinten und erschoss Boris. Dieser gemeine, dreiste Mord war ganz bestimmt darauf gerichtet, um sich an unserem Freund und Kämpfer zu rächen. Dafür, was er getan hat. Denn all seine Lebensjahre widmete er der Bekämpfung der Willkür, der Bekämpfung der Korruption und der Gesetzeslosigkeit. Ich bin mit Boris bekannt seit mehr als 20 Jahren, seit der Zeit, als er nach Moskau kam und aus einem erfolgreichen Gouverneur in Nizhny Novgorod wurde ein erfolgreicher Politiker, der erste Vizepremier. Er hat die Reformen durchgeführt. Er wollte, dass unser Land aufblüht. Er beschäftigte sich mit der Umgestaltung im Ölbereich, im Kommunalbereich, im Bereich der Unterstützung der Wirtschaft und im Bereich der Einberufung in die Armee, im Bereich der Renten. Er war ein Reformator. So bleibt er auch in der Geschichte als erfolgreicher Reformator. Kaum zu erkennen, aber dann am Ende des kurzen Einspielers am Mikrofon Mikhail Kasjanow. Früher ein Mann des Regimes, dann zur Opposition gewechselt. Trotzdem die Frage, kann er beispielsweise eine der neuen Kräfte sein, obwohl er ja zum alten System gehörte? Oder müssen jetzt wirklich ganz junge nachkommen? Ich bezweifle es tatsächlich, weil einige dieser Oppositionspolitiker sich beim Volk auch nicht besonders beliebt gemacht haben. Sie sind, als sie noch regimetreu waren, auch recht reich geworden, recht mächtig geworden. Und da sagt man, nee, dem traut man nicht so. Kasjanow, ja, der ist eine wichtige Figur, aber ich setze eher auf eine neue Generation, die möglicherweise von sich sagen kann, wir sind Patrioten, wir lieben unser Land. Man hat das ja auch gesehen jetzt an diesen jüngsten Demonstrationen. Die demokratische Opposition trug plötzlich ganz furchtbar viele Fahnen, ja? Russische Fahnen. Das war vorher immer, das sind die Rechten, das sind die Nationalisten. Nein, sie haben das getan, auch bewusst getan, um zu sagen, wir sind unserem Land treu, wir können nur diese Regierung nicht mehr ertragen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und vielleicht noch ein zweites. Ich habe vor kurzem, das war Ende des Jahres, war ich in Moskau und habe mit einem demokratischen Abgeordneten, einem Jungen, auch gesprochen, habe gesagt, ja, wie ist das denn jetzt, die Wahlen und so weiter. Und er sagte, ein Abgeordneter des Parlaments, der sagte, wir setzen nicht mehr auf Wahlen. Hier passiert nichts mit Wahlen, denn wer das Fernsehen kontrolliert, wer die Zeitung, die Medien kontrolliert, und das ist nun mal der Staat, das heißt Putin und Putins Entourage, der bestimmt auch den Wahlausgang. Nein, wir warten darauf, dass die Situation sich so zuspitzt, wirtschaftlich, vielleicht auch durch die Isolation seitens des Westens,
dass Putin irgendwann mal zurücktritt und dann können wir vielleicht mal durchatmen und dann können wir vielleicht auch mal über neue Gesichter reden. Was aber natürlich aus Sicht des Westens auch große Sorge verursacht, denn zumindest bis zur Ukraine-Krise war Putin in jeder Hinsicht ein verlässlicher Partner. Man konnte seine Schritte nachvollziehen aus seiner Sicht. Was macht Russland da so besonders? Aus westlicher Sicht ist so ein Handeln natürlich quasi in einer Demokratie nicht vorstellbar. Aber offensichtlich mit Zustimmungswerten von fast 80 oder sogar über 80% muss er ja noch nicht mal eine Opposition fürchten. Aber ein Stück weit tut er das doch. Ja, das fällt mir auch auf, dass es sehr widersprüchlich ist, ja. Also welcher Politik bei uns, außer Frau Merkel vielleicht, hat solche Zustimmungswerte? Und dennoch ist man total unruhig, wenn diese Opposition sich regt oder wenn irgendjemand aus dem Westen kritisiert und so weiter. Deswegen glaube ich, dass wirklich hinter Kremlmauern die Machtstrukturen sehr viel differenzierter sind, als wir es wissen. Und wir mutmaßen da immer. Ich hoffe, dass die junge Generation so etwas wie Sehnsucht nach Demokratie wiederentwickelt. Die Demokratie hat ein bisschen abgewirtschaftet als Heilsversprechen, weil eben mit der Demokratie auch sehr viel wirtschaftliche Not für breite Teile der Bevölkerung gekommen ist. Die Oligarchen haben sich die Taschen vollgestopft. Es gibt eine ganz winzig kleine Mittelschicht, die aber auch verunsichert ist und jetzt natürlich auch leidet unter der Wirtschaftsnot. Und es gibt große Teile der Bevölkerung, die einfach verarmt sind. Die verbinden mit Demokratie nichts Gutes. Und deswegen kann es schon sein, dass das noch eine Generation dauert, bevor wir sagen können, okay, Russland ist eine Demokratie mit ungefähr unserem Verständnis von Demokratie. Das wäre ein sehr hoher Preis, weil das Land würde ja noch weiter in Arm und Reich gespalten werden. Darf ich noch was sagen? Viele Leute sagen, ja, aber Jelzin-Zeit und so weiter, das war doch schrecklich und diese mafiösen Zustände, ne, so die Taschen vollgestopft, ja. Aber es gab zum ersten Mal in diesem post-sowjetischen Russland, es gab Glaubensfreiheit, Meinungsfreiheit, Medienvielfalt. Ich kann mich erinnern, dass es Sendungen im russischen Fernsehen gab, die waren genauso kritisch wie bei uns Frontal 21, Monitor, Panorama. Es gab mutige Journalisten, die sagten, Jelzin macht dieses falsch und jenes falsch. Seine Familie. Und es gab eigentlich eine Offenheit auch in der Gesellschaft, auch mit russischen Bürgern, die ich kennenlernen durfte, die sehr, sehr offen sprachen, was sie gut, was sie schlecht fanden, die auch auf den Westen mit Neugier guckten. Jetzt ist da ein Klima entstanden aus Angst, auch aus Bedrücktheit, Müdigkeit. Und was mir heute ein Freund gesagt hat, das hat mich wirklich schockiert. Er sagte, politische Gewalt ist jetzt sozusagen als Tool hinzugekommen. Früher haben wir die Opposition ignoriert, links liegen lassen, uns einfach nicht gekümmert, war uninteressant. Heute wird sie gehetzt, wird gegen sie gehetzt, werden sie bedroht, zusammengeschlagen und jetzt auch noch erschossen. Herzlichen Dank, Sonja Mikic, für Ihre aktuellen Einschätzungen zum heutigen Trauertag dort in Moskau.